So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 9. Multiplayer-Folge von Forza Horizon 3. Heute mal nur Asphalt, wie ich es gewünscht hatte. Jetzt werde ich, wie versprochen, in den Volvo wechseln. Wo ist er denn? Da, der Volvo S60 Polestar von 2015. Den ich ja schon in der letzten Folge fahren wollte, aber leider wurde ja das, was ich wollte, nicht gewählt. Bin ich ja den Talbot gefahren, den man gerade noch sieht. Aber jetzt hier mit dem Volvo, der auch bis jetzt online ziemlich gut war. Die Rennen, die ich vorhin gefahren bin. Vor der 8. Folge. Ja, das nehme ich jetzt hier gleich im Anschluss von der 8. Folge auf. Weil da war nur Asphalt, zwei Sprinter, zwei Rundstrecken, perfekt. So wie ich es gern haben möchte. So, deswegen soll es heute auch mit dem Volvo etwas besser laufen. Mit dem Talbot, das war ja nicht ganz so gut. Ich war nämlich nur Sechster. Beim kleinen Forza-Herzen. Aber ich denke, bei dem Volvo wird da auf jeden Fall mehr drin sein. Mein Ziel ist mindestens Podium am Ende. Natürlich besser wäre ganz oben auf dem Podium, auf dem ersten Platz. Das ist natürlich das beste Ergebnis. Na gut, das Ziel, wo ist denn das? Keine Ahnung, wir fahren. Wir fahren jetzt nach Byron Bay. Schicke Hupe. Warte mal. So. Also hat kurz gejuckt. Der Mini muss da mal kurz weg. So, wieder hier mit 11 Leuten, also fast volle Lobby. Und hoffentlich möglichst wenig Crashes. Ich bin ja eher einer, der sauberes Fahren bevorzugt und Rammen eigentlich verabscheut. Aus Versehen kann das immer passieren, das ist nicht schlimm, das kann jedem mal passieren. Auch die Bestfahrer in der Welt, dass die irgendwie die Kurve nicht richtig kriegen oder dass sie sich mal drehen, das kann immer passieren. Aber halt, man kann es auch sehen, ob es Absicht ist oder nicht. Natürlich nicht immer, aber das kann man schon. Oh, jo, jo. Meine Güte. Der Volvo ist noch ein wenig schwer. Liegt doch mit dem Tuning hier gute 1,5 Tonnen. Und hat, ich glaube, 526 PS, also 387 kW. Ist nicht so verkehrt. Auch gut drin im Moment, ich glaube über 700 Newtonmeter. Oder war es nur besetzt? Also auf jeden Fall genug. Eigenantrieb natürlich. Sechsgang Automatik. Deswegen sollte eigentlich ganz gut sein. Mal schön ruhig fahren und Alter. Gut. Ich dachte, mal gucken können. Genau wie ich. Also nach vorne gucken, Fabian, nicht nach hinten. Merkt euch das, liebe Kinder, falls ihr Kinder zuschauen. Ich glaube, meine Zuschauer sind auch, würde sagen, in meinem Alter oder sogar noch älter. Wie ich mich jetzt ganz noch entsinnen kann. Das kann ich aber YouTube mir anzeigen lassen. In welchem Altersbereich meine Zuschauer sind. Was ich so und so viel Prozent sind von, weiß ich, 16 bis 19. So und so viel von, was ich, 24 bis 30 oder sowas, kann ich alles anzeigen lassen. Und ich glaube, die meisten sind sogar älter als ich. Finde ich jetzt auch nicht schlimm eigentlich. Bin ja auch eher gut so. So, jetzt auf dem 8. Platz. Ja gut, war jetzt nur hinfahren. Sagt noch nichts aus. Wir fahren, glaube ich, jetzt mal Rundstreckenrennen. Tipp ich mal. Und zwar eins, was ich eigentlich gerne fahre. Mit einer fast vollen Lobby, Alter. 11 Leuten. Das wird lustig. Und ein Fiat 595 SSSS. Okay. Also, der Name ist nicht wirklich so lang, aber es hat das auch Spaß so. Was denn eine Fiat? Ist ja süß. Ja, muss aber nicht so heißen. Hier noch ein Lancer. Das ist ein altes Muscle Car, glaube ich, ein Chevy. Audi, Mazda RX-7. Mein Volvo natürlich auch. Der Camaro war das ein Legacy RS. Wieder der alte Subi. Ein Impala war das ein RS-5, ein Honda S2000. Nette Autoauswahl hier. Naja, mal gucken, was wir so reißen können. Ja. War doch nur ein Sprintrennen. Das ist gut, mein Freund, ne? Ich hab's geahnt. Erste relativ harte Kurve. Und zack. Rücken wir alle ein wenig näher beieinander.
Sorry, Audi. So, Fehlerplatz. Wieder Teamrennen. Und unser Team ist gerade richtig hart am Verlieren. Ich bin gerade der Zweitbeste aus meinem Team. Nach dem Subi. Was sich jetzt aber ändern wird. Boah, ist der Wagen schwer. Er fällt sich ein bisschen schwer, fällig. Aber mehr Punkte gehen halt bei der A-Klasse nicht, ey. Ich hab alles ausgereizt, was geht. Ach du Scheiße. Also bei schnellen Kurven, da hat der Wagen. Boah, keine Chance. Bei mir am Steuer zumindest nicht. So. Ja, es war ganz gut. Dann bist du aus meinem Team. Leider. Weil das ist ein blauen Team, der ist dann zweiter vor mir. Naja, waren auch noch die Kurve. Hätte man besser nehmen können, aber. Naja. Wird wohl der dritte Platz werden. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Das hilft dem Team leider nicht. Wir haben zwar schon mehr Punkte jetzt bekommen. Muss verbessert, aber. Das war ein bisschen zu spät. Kleines bisschen. Höchstens 5 Meter. Oder 50. Unser Team wird leider trotzdem verlieren. Schade. Schade, schade. Wenigstens noch Teambester, ja? Ist ja auch was. Viert auf vorletzten Platz. Mich hat es nicht gewundert. Naja. Hätte besser laufen können, aber ist schon mal besser als mit dem Tailwind, ja? Also wollte ich mich jetzt gar nicht beschweren. Mit dem war es nämlich eigentlich noch schlimmer. Da wurde ich, glaube ich, in keinem Rennen Dritter. So. Dürfte eigentlich mal auch so ganz gut EP geben. Ja, weiß nicht, so schlecht fand ich. Vielleicht so 9.000, 10.000. Wäre ich mir zufrieden. Naja, 9.400. Das ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Es war ganz gut, aber. Mehr auch nicht. Hat nicht gereicht, um mich zu verbessern. Aber die Abstände sind noch klein. Ich meine, nur 3000 EP bis zum ersten Platz. Ist noch nichts entschieden. Absolut nichts. Und der Fiat hat auch verlassen. Der Kleine. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Weil da war keine Bereicherung. Und wäre von mir gestanden, ich wäre ausgetickt. Oh Gott, Alter. Offroad. Ja, ich sehe wieder mal nichts. Okay, ein bisschen was sieht man natürlich, aber. Einfach mal auf Rot fahren. Ich sehe, weiß ich eh nicht, wo ich lang fahre. Ist das ein Baum oder nicht? Das sehe ich ja quasi nicht. Ui. Glück gehabt. Erkennen die nicht. Den Offroad Volvo. Mein Volvo kann Offroad Autos bauen, aber dafür ist der hier auf jeden Fall nicht gedacht. Dass ich hier Offroad Spaziergänge. Ja, moin. Keiner gesehen. Ist alles so geplant, wie es jetzt geschehen ist. Hallo. So, das ist mein kleiner Freund. Ich bin auch schon so weit rechts. Kannst auch gerne mal einen halben Meter nach links fahren, oder einen Meter, oder auch gerne zwei. Wir müssen hier nicht Rad an Rad fahren. Technisch war ja ganz gut. Aktuell Fünfter. Aber ich denke mal, ein paar werden noch jetzt ins Ziel kommen. Und auch alle hier relativ nah beieinander. Zwischen dem ersten und dem letzten nur ca. 3.500 EP Unterschied. Also noch alles offen. Und genau, immerhin noch ein Platz verbessert auf den sechsten. Naja. Bei mir ja gut 2.700 zum ersten. Aber ist noch alles drin. Ob es für den dritten am Ende reichen wird, kann ich euch jetzt natürlich noch nicht sagen. Das werden wir ja erst nachher sehen. Ich bin aber zuversichtlich. Es ist ja immerhin ein Polestar, also der große Hochgeschwindigkeitssprint.
bei Hochgeschwindigkeit bin ich mit dem Volvo hier definitiv falsch. Da meint das nichts für großartigen Topspeed. Statt auf dem letzten, wow. Das ist wieder mal Mobbing, Forza. Dass ich wieder auf dem letzten starten muss. Wieso wieder? War in der letzten Folge genauso. So. Das ist gerade ein Subaru Legacy erst mit Forza-Spoiler. Fiat. Was machst du da eigentlich? Ist er doch nicht geleftet? Naja. Oh, im Himmel. Dead-Kurvenlage. Wie gesagt, die Nicht-Kurvenlage. So, dritter aktuell. Wie gesagt, für Top-Speed ist meiner nichts. Aber anscheinend die anderen auch nicht so mega, wirklich. Okay, die ersten beiden vielleicht. Die haben, denke ich mal, ganz guten Top-Speed. Aber die so hinter mir haben auch nicht so viel mehr als ich. Der Lancer, ja, wurde doch keinen großartigen Topspeed. Okay, läuft bei ihm. So, zweiter Platz. Was macht er denn da? Offroad? Was geht bei ihm falsch? Naja, aktuell zweiter. Bin jemand direkt hinter uns. Sind noch ein paar Sekunden Abstand. Das gefällt mir soweit. Also, zweiter würde ich sehr gerne werden. Liegt aber halt nicht nur mal am Fahrer des Fahrzeugs. Auch gerne an den Mitbewerbern. Den ersten Platz. Oh nee, das war richtig scheiße. Ja, richtig verkackt die Kurve. Ist aber auch nachts sehr, sehr schwer, Bremspunkte zu finden. Das ist nicht so einfach. Aber noch rechts für den zweiten Platz. Noch über 2 Sekunden Vorsprung. War halt auf der Typ, ne? Alter, die Kurvenlage, die ist schrecklich. Aber der hat auch einen Fehler gebaut. Ist auch, glaube ich, richtig hängen geblieben. Also da an der Mauer. Ob es geistig aus, das weiß ich nicht. Ich bin eigentlich nicht hängen geblieben. Eigentlich weder geistig noch irgendwie an Mauern großartig. Denke ich mal, ein zweiter Platz, aber der erste da vorne, der fährt ein entspanntes Rennen, ne? Also der hat eigentlich größtenteils freie Fahrt. Kurve war schon deutlich besser gebremst. So. Jetzt auch mit Vollgas durchs Ziel gleich. Na, jetzt weiter. Das beim Rennen, wo ich gedacht hatte, dass ich da volle Kanne verkacke. Also, obwohl ich auch vom letzten gestartet bin, ja? Also. Ah. Ich bin zufrieden. Der Wagen macht doch ziemlich Spaß zu fahren. Ist auch sehr einfach zu fahren. Die Crashs oder so, die, Fälle waren eher Fahrfehler und lag nicht am Wagen. Aber den Wagen, den mag ich echt. Es wird auch hoffentlich ein paar EP geben, die mir auch helfen, weiter nach vorne zu kommen. Weil auf dem 6. Platz bleibe ich auf jeden Fall sehr ungerne. Aber ich denke, ja, 5. oder 4. könnte ich jetzt sein. Wenn es gut EP gab. Jetzt bin ich mal so auf 11.000. Kannst du schlecht einschätzen, aber ich weiß nicht, 11.000. Naja, sogar 12.216. Ja, ist ganz gut, glaube ich, gewesen, oder? Das war doch die Wheelspan erlösen. Tysnack Eater hat 100.000 gewonnen. Hätte ich gerne auch. Aber es werden leider nur 14.000. Es hat für einen Platz gereicht. Auf den 5. sind wir jetzt. Und der 4. ist auch sehr, sehr nah dran. Jetzt soll man seinen Sound leiser machen, der Typ.
So, zack, halt an den Maul. Sorry, aber wirklich, wie kann man das Spiel so laut haben? Das verstehe ich einfach nicht. Das war schon bei mir laut. Aber wie es dann bei ihm sein muss, ist ein bisschen schwer, dass das Spiel so mit, weiß ich, richtig laut hören muss. Oder wenn die Leute halt ihren Ton nicht über das Headset hören, sondern über den Fernseher, sollen sie das Headset völlig leise machen. Dass es nicht die halbe Welt mithört. Das will keiner, das nervt einfach nur. Würde da ihren Ton anhaben. Das will absolut kein hören. Ist nichts gegen den Typen persönlich, aber das verstehe ich nicht, wie man das machen kann. So, EP sammeln kannst du gerne. Zack. Würde nicht viel geben, also von daher. 3000 vielleicht. 3000 wäre schön gewesen, 2020. Bin natürlich wieder auf den 6. gerutscht. Macht aber nichts. Denn die beiden vor mir haben nur knapp 500 EP mehr als ich. Ist alles drin. Erster ist nicht mehr drin, denke ich mal. Alter, 40.000, nicht schlecht. Aber dritter könnte auch drin sein. Da fehlen mir gut 4.500 EP. Das ist der Viert? What the fuck? Alter. Ist irgendwie schon peinlich. Also Viert hat gerade fertig gemacht zu werden. Aber noch sind es zwei Rennen. Da kann man theoretisch die 400.000 EP bis 5.000 EP noch gut aufholen. Aber bitte kein Rennen bei Nacht, das werde ich jetzt nicht begrüßen. Scheiße. Waldrundstrecke. Ich weiß, welche Strecke das ist. Aber wieder Teamrennen, statt wieder weit hinten. Oh, furchtbar. Ich hasse es. Wieder Teamrennen. Nee, das ist nicht gut. Bei Teamrennen, da denken Leute immer so ein bisschen anders, wenn sie normal fahren. Normal fahren sie halt so, wie sie sind. Und dann bei Teamrennen nochmal so ein bisschen das Team pushen. Und leider mal ein wenig die Brechstange nehmen. Interessant hier. Ja, man sieht so wenig, ey, das ist so schwer, um das einzuschätzen. Kann man so schnell irgendwelche Checkpoints verpassen oder so. Aber bisher lief es doch ganz gut. Verhältnismäßig. Danke. Unser Team ist auch gerade am Gewinnen. Der Typ gerade erster ist. Hauptsächlich. Alter. Leute. Ist doch gut, mein Subaru. Komm. Weiter innen. Subaru. Ist doch. Alter! Skyline. Okay. Ist der auch weg? Alter! Leute! Ja, dieser Lotus, ne? Geh mir nicht auf die Nüsse. Da er das Team gewinnt gerade. Zum anderen Team hat nur einer einziger Punkte. Ich kann noch Vierter werden. Da wird, glaube ich, nichts mehr. Ich kann auch gerade leider nicht so viel reden. So, ich werde noch Dritter, mein Freund. Alter. Das war geil. 2350 zu 100 Punkten. Das ist irgendwie schon bitter.
Wenn da einer aus dem Gegnerteam Punkte gemacht hat. Das ist echt bitter, glaube ich. Naja. Also Teamleistung, super. Auch wenn das nicht so ganz schön war mit dem Fahren her. Ich war auch nicht perfekt, aber man hätte auch ein wenig anders fahren können. Ein wenig freundschaftlicher. Sollte auch, denke ich mal, hoffentlich gut EP geben. Ich glaube zwar eher nicht, aber ich würde es gerne. Ja, das war nichts. 13.000. Das war wenig. Deswegen. Alter, 6, ey, das ist doch. Das ist doch echt schade. Der dritte werden, das wird echt noch schwer. Der 8.000 EP Vorsprung. Sagen wir mal vierter, das ist noch drin. 2.000 EP. Aber ich glaube, der Camaro, der wird seinen dritten behalten. Da wird, glaube ich, keiner mehr rankommen. Der fehlt auf dem zweiten Platz. What the fuck? Was geht bei dem ab? Jetzt nochmal alles geben. Mach ich ja sowieso immer, aber jetzt heißt es wirklich, es geht um alles. Alles oder nichts. Das war gerade nichts. Okay. Ich glaube, das Fahrer kann nicht wirklich fahren. Fähigkeitenpunkte. Zack. Ich brauche EP, Leute. Ich will noch Vierter werden. Nicht wieder Sechster. Einmal blamieren reicht nämlich. Also Siebter werde ich nicht mehr, weil da schafft er nicht in einem Rennen. 26.000 EP aufzuholen. Davon gehe ich zumindest aus. Ja, jetzt hat es noch 1.000 EP oder fast 2.000 zum Vierten. Ja, es ist noch drinne. Vierter Platz ist drin. Also mein Ziel, dritter Platz, werde ich nicht erfüllen. Damit das Podium. Leider nicht. Aber immerhin. Wieder Rundstrecke. Ja, das war die, glaube ich, aus dem Intro sogar noch teilweise. Aus dem Intro von Horizon 3. Wenn das erste Rennen erstmal gefahren ist. Mal schauen. Ihre Erster werden nicht so verkehrt. So. Alter, kommen die Kurven rum, mein Freund. War hier ein Boot oder wie? Wenn ich jetzt Zweiter bleibe, dann sollte der vierte Platz, glaube ich, vielleicht sicher sein. Außer wenn der aktuelle vierte gerade Erster ist, dann habe ich natürlich ein Problem. Ich denke mal nicht. Wer ist denn da vor mir überhaupt? Ich weiß gar nicht, was der fährt. Erste Runde war gut. Einfach so weiterfahren, würde ich sagen. Aber ist ja nicht so verkehrt. Alter, furchtbar. Kurveausgang. Das steht was nämlich gerade über die Vorderachse. Ich habe in der Verteilung, glaube ich, auch bei 50-50 gelassen. Also quasi zugunsten keiner Achse. Weder Vorder- noch Hinterachse. Ja. Noch ist es in Ordnung. Wenn der mir, der kommt immer näher, von Runde zu Runde. Aber er muss mal vorbeikommen. Ich will ihn noch vorbeilassen, wenn dazu Platz ist. Oder wird sich vorbeidrängeln. Kann natürlich auch passieren. Aber selbst wenn ich nur Dritter werde, das wird auch ganz gut EP geben. Wenn, wie ich finde, sehr sauberes Rennen hier. Alter. Mein kleiner Volvo. Schwedische Power. In Schweden könnte ich noch kein Polar machen. Und Möbelhäuser erschaffen. Ich kann auch gute Autos bauen. Aber wusste, die sind keine schlechten Autos. Ganz
zum gar nicht. Aber baut ziemlich gute Autos. Natürlich nicht so welche in die sportliche Richtung. So, zweiter sollte drin sein. Ja. Zack. Genau, Alter. Na, 48,8, ey. Ist glaub ich selig. Und um 22 PS, die nur 8. Das ist aber ganz schön krass, ne? Aber das sieht nicht ganz normal aus. Ich meine, wir waren alle vielleicht nicht die schnellsten, aber 5 Sekunden. Es ist ja wohl. Das ist ein bisschen komisch. Aber bitte, dass das gut EP gegeben haben. Bitte, bitte. Ich würde gerne noch 4 da rennen. Bitte. Komm, Zuschauer. Glaubt an mir. Boah, das gab, glaube ich, gut EP, oder? Das gab gut. Und hat's gereicht? Es hat gereicht. Sogar fast noch für den 3. Platz. Schade. Fast für den 4. gereicht. Läuft. Also wenigstens 4. geworden, sogar fast noch 3. Hat leider knapp nicht mehr gereicht für unser Ziel. Aber war trotzdem, finde ich, eine sehr spaßige Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dem Volvo zu fahren. War auch super zu fahren, der Volvo. Auch die Mitleute waren auch die meisten sehr, sehr nett. Auch keine großartigen, krassen Vorkommnisse. Deswegen war cool. Genau, hier 24.000 hat 4. Platz. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit einem neuen Auto. Vielleicht mal auf S1 wieder oder was anderes, ich weiß es noch nicht. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin raus und ciao.